Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play World of Warships dabei seid. Und heute sehen wir uns die Dimitri Donskoi an. Hier eingeschickt von, sehen wir es leider nicht, Schlachtschiff Bismarck. Ja, leider hier der Name etwas abgehakt und nur Schlachtschiff zu sehen. Aber ich kann euch sagen, Schlachtschiff Bismarck hat den eingeschickt. Und jetzt schauen wir uns natürlich an, was er damit so reißen kann. Erstmal wird ein wenig gespult. Kennen wir ja schon mittlerweile. Die ersten paar Minuten werden geskippt. So. Und jetzt haben wir dann gleich den ersten, wo wir uns dann wirklich anschauen können. Ich denke, sollte bald die ersten Hits landen. Noch ein bisschen schneller. So, und jetzt die Mogami. Und jetzt fliegen sie auch schon. Da hinten die Izumo. Das ist natürlich ein schon dickes Ding. 3 Treffer. Leider jetzt nur nicht mehr sichtbar. Er hat hier nämlich keinen... der spottet. Jetzt hat die Mogami wieder geschossen. Dementsprechend ist sie jetzt wieder offen. Und er dreht hier direkt bei, dass er jetzt nicht so hart in den Fokus kommt. Weil natürlich, wenn er hier der Einzige ist, dann gehen hier die Nagato, die Izumo und auch die Mogami alle auf ihn. Er bleibt wohl auf der Mogami. Nee, geht jetzt doch auf die Izumo. Allerdings vom Winkel her mit AP jetzt nicht unbedingt die schönste Wahl. Deswegen er lädt jetzt auch auf HE um, wie man sieht. Er dreht und schaut aufs Schiff. Er will wohl die Türme rechts rüber haben, habe ich so das Gefühl. Dass er da gleich mit der Steuerbordseite auf die Izumo schießen kann. Jetzt bekommt ihr ja schon wieder die ersten Hits. Bis jetzt alles halb so wild. Der geht drüber. Und da jetzt 8 Hits auf die Izumo. Aber man sieht, von überall kommen jetzt da die Schüsse rüber. Und natürlich ist die Izumo jetzt mit den 12 Kilometern ganz schön nah. Jetzt geht er auf die Nagato. Also er muss jetzt hier schon das Weite suchen, weil sonst hat er 3 so potente Gegner. Ah, schöner Treffer. 7000 inklusive Brand. Nagato löscht auch nicht, jetzt der zweite Treffer. Er wurde jetzt aber immer heftiger hier getroffen. Repariert jetzt da, dass er da so ein bisschen wieder an Hitpoints kommt, beziehungsweise heilt, so muss man es ja eher sagen. Ja, da ist er wirklich hart im Fokus aller anderen. Und er bleibt weiter auf der Nagato drauf. Nagato ist eigentlich das Schiff, was am weitesten weg ist. Sowohl Izumo als auch die Mogami sind da näher dran an ihm. Ja, jetzt schwerer Schaden hinter ihm. Da hat er wirklich, jetzt ist er ja gejagt von allen. Und man sieht ja, er hat auch kaum Leute, die hier ihm helfen. Also außer dem Ahan ist hier kein Schiff von seinem Team weit und breit. Jetzt heißt es wirklich... das Heil in der Ferne zu suchen, also so schnell als möglich da wegzukommen. So, die Izumo interessiert sich jetzt dann auch wieder für ihn. Und jetzt hier ein bisschen Haken schlagen. Er bleibt hier auf der Izumo drauf.
Ich finde nur interessant, dass er sogar mit halber Fahrt noch fährt. Ich würde da volle Fahrt und mal ganz schnell weg wollen. Hier mit AP auf die Izumo ist jetzt da nicht so die sinnvolle Wahl. Jetzt hat er auch wieder HE geladen. Weil man sieht, viele Abpraller, kein Damage. Auch da jetzt drei Treffer, 1400 Schaden. Es ist einfach zu wenig. So, jetzt ist er mittlerweile bei einer Viertelfahrt. Also mutig. Ich wäre, wie gesagt, ich würde sowas von Fersengeld geben. Weil die Mogami sind ja auch nur 13 Kilometer. Das ist nicht so viel. Und auf die würde ich jetzt auch mal langsam schießen, um ehrlich zu sein. So, jetzt macht er hier den Decap. So, jetzt beschleunigt er wieder. Jetzt merkt er auch, uiuiui, das könnte ja doch ein bisschen gefährlich werden. Also scheint es so, als ob volle Fahrt voraus angesagt ist. Dass wir teilweise so gefühlt haben, der hat ja noch gar nicht eingeaimt auf den Gegner. Das ist einfach ein Replay-Bug, da nicht wundern. Also, dass die Kanone noch nicht an der Ort und Stelle sind, wo man hinschießt. Nicht, dass da wieder die ersten bösen Kommentare gleich kommen. Cheater, Mod-User, sonstiges. Nein, alles gut. Gegner hat vier Schiffe bis dato verloren, alle Zerstörer, sein Team fünf, davon drei Zerstörer und drei Kreuzer. Eine Zitadelle wäre doch mal fein. Und sein Team fährt auch noch weg von ihm da oben, also er muss sich hier wirklich weiterhin erwehren der Gegner, die da hinter ihm kommen. Einfach eine unschöne Situation. Und eine Zitadelle ist einfach nicht drin. Aber Mogami dreht jetzt auch bei. Hat jetzt wohl langsam auch genug. Denkt sich irgendwie, der will nicht sterben. Das ist mir zu unangenehm. Jetzt fährt er sogar Richtung York wieder drauf. Jetzt denkt er sich, ja, zwei gegen einen, kein Problem, mache ich weg. So, jetzt erste Zitadelle. So, da braucht er ein paar mehr noch davon. Aber jetzt ist er natürlich, er braucht noch mehr die Breitseite, dass er da die Zitadelle auch trifft. Weil so bei zwei Hits ist einfach der Schaden sehr überschaubar. Aber jetzt kommt, rede ich noch ein bisschen mehr. Ja, da ist die Zitadelle. Und jetzt dreht die York sehr schön rein in ihn. Er muss natürlich nur aufpassen, dass er nicht selber auch seine Breitseite da zu sehr offenbart. Distanz wird auch immer schöner so gesehen für ihn. Aber er muss jetzt mal ein Schiff rausbekommen. Na, jetzt wartet er ein bisschen scheinbar.
Er dreht jetzt sogar drauf. Und jetzt sollte er doch mal wirklich die Zitadelle rausbekommen. Ja, sehr schön. Jetzt macht ihr Einzelfeuer aus den Türmen. Also jetzt nicht mehr mit allen, sondern wirklich da jetzt gezielt drauf schießen. Aber sie fliegen nicht so, wie man sie haben will. Also und jetzt ist er natürlich auch sehr, sehr mit der Breitseite zu ihm. Der muss jetzt den mal langsam rausbekommen. Das ist, dauert schon einfach zu lange. Und jetzt hat er ihn zerstört. Da kommen noch die nächsten Schüsse nach. 11.000 Hitpoints. Kann man drehen und wenden, wie man will. Ist einfach nicht mehr wirklich viel. So, jetzt die Mogami vielleicht mal langsam. Die hat auch schon die ganze Zeit in dem Spiel genervt. Torpedos. Auf wen oder was will er die denn setzen? Also er hat hier wirklich bisher so unglaublich stark das gegnerische Team da beschäftigt. Hier auf dieser Seite. Da muss man mal sagen, Chapeau. Hut ab, dass er nicht schon lange ins Gras gebissen hat. So, jetzt wird die Fahrt auch wieder verringert, dass er da wirken kann. Ne, da gehen welche über oder in die Insel. Nur noch die Heckrohre können da drüber schießen. Oh, schöner Treffer. Drei Zitadellen. Der war jetzt mal fein. Jetzt wieder HE, wie man sieht. Das war ein toller Treffer. Der da, den hat er wirklich schön platziert. War auch mal notwendig. Also so einer braucht man dann auch irgendwann einfach mal. Jetzt kommt er hier super auf die North Carolina von der Position. Kann da also wirken und den dann da auch anzünden. Leider jetzt nur keinen, der da spottet. Er hat jetzt die Hoffnung, dass er das vielleicht da mal irgendwann der oder die schießt. Er bekommt dann nochmal schöne 8 Treffer drauf, aber wie hoch die im Schaden waren, ist leider unbekannt. Und jetzt wartet er hier erstmal, bis was das Team aufdeckt. Ist natürlich jetzt auch mal sinnvoll, dass er nicht unbedingt mit seinem überschaubareren Hitpoint-Pool hier den Spotter jetzt auch noch macht. Er hat jetzt hier, glaube ich, schon genug Schaden angerichtet. Jetzt sollte auch mal langsam... Was ist denn da drüben? Ja, die Iowa dürfte mal langsam spotten. Die kommt jetzt da hier durch. Also, denke mal, die Iowa wird bald was aufmachen. So, jetzt natürlich Iowa auf nicht mal 12 Kilometer Distanz. Die darf jetzt erstmal nicht auf ihn gucken. Oh ja, die North Carolina ist jetzt mit dem 1682 Hitpoints ein sehr schönes Ziel. Jetzt schaut's mal, wie nah die Zumo mittlerweile schon ist. Zwei Zieltreffer auf die Iowa, aber eben noch nicht mehr. Jetzt fahrt er auf die Izumo drauf. Uiuiui. Das ist natürlich jetzt schon sehr gewagt. So, jetzt erstmal die North Carolina weg haben. Das sind ein paar Rohre weniger im Spiel. Das ist jetzt wohl der Sinn und Zweck des Ganzen.
Bei der Izumo schießen mittlerweile die sekundären Großkaliber-Konter mit der Zerstörung holen. Wahnsinn, jetzt auf die Iowa zu gehen, wo die Izumo so nah an ihm ist. Also, das braucht schon auch ein bisschen Eier. Aber leider liegt sein Team noch recht weit hinten, einfach aufgrund der Problematik, dass der Gegner deutlich mehr die Punkte hat. Und er kommt jetzt hier auch nicht in Cap, weil da die Izumo einfach ganze Zeit drin steht. So, jetzt hat er gar keine andere Möglichkeit, als weiter auf die Iowa zu schießen. Ein schönes Feuerchen wäre auch mal fein, aber das bekommt er nicht so wirklich. So, jetzt wird es hinter ihm gleich spannend mit der Amagi gegen die Izumo. Da geht er jetzt auch auf seine Torpedos wohl. Leider, wie gesagt, hier jetzt nicht so ganz die Anzeige dafür da, aber wie gesagt, die Replays sind nicht ohne Grund noch nicht offiziell im Spiel implementiert. Muss nur aufpassen, dass da keiner seiner Torpedos auch noch einen Verbündeten trifft. Aber es sieht ganz gut aus, dass das nicht passiert. Ein Torpedo hat auch getroffen, wie man rechts aufpoppen hat sehen. Und nochmal 11 Treffer. Schöner Hit. Aber die Tickets sind gnadenlos am Runterticken. Der ist jetzt weg. Was macht die Amagi da drüben mit der Izumo? Über die Insel kommt halt auch gerade keiner drüber. Jetzt kann er höchstens auf die New Orleans noch gehen. Aber das schaut so aus, als ob das leider am Ende des Tages eine Niederlage wird. So, den Punkt cappen sie jetzt gerade mal. Aber ja, jetzt ist die Ding draußen. Jetzt nur noch die New Orleans. 30 Sekunden. Wenn die New Orleans jetzt noch zerstört wird, dann kriegen sie sie raus. Wenn sie aber jetzt überlebt, dann war's das. Jetzt bekommt er von seinem Mate da die Hits rein. Ist natürlich jetzt sehr unglücklich, jetzt wie sie da ineinander fahren. Die Zitadelle trifft. Tausend Hitpoints. Und leider, ihr seht, es kommen keine Treffer mehr rein. Also das ist eine Niederlage mit 1000 Hitpoints von der New Orleans. Schade darum. Trotzdem, eine fantastische Runde von ihnen gespielt. 213.000 Schaden gemacht. Ich hoffe, hat euch gefallen. Vielen Dank für die Einsendung. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.